Heute geht's in den coolen Abschluss, also für mich, meine Aufnahme hier. Wir haben uns das letzte, noch einmal ein sehr langes Rennen, beziehungsweise eine lange Serie, und wir haben vier Rennen vor uns. Oh, es geht, glaube ich, jetzt nur mit vier Rennen, ne? Ne, außer da in Paris. Der große Finale, das große Finale, okay. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Gut, okay, los geht's. Was nehmen wir denn für ein Auto? Nehmen wir den Subaru mal wieder. So, erste Rennen ist 3-Runden-Rennen in Barcelona. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, dass die Fahrer einen weiten Weg hinter sich haben und ich meine nicht... Entschuldige, so. Es ist gleich soweit. So, let's go. Ja, das Geile, der war ein bisschen sehr schwammig, das war klar. Vielleicht ich wollte den Mini einmal nehmen, ne? Ja, egal. So, hallo, da ist kein Platz für uns alle. Dankeschön. So, diese Strecke hört uns den schönen Namen Memorial Run. Hier in Barcelona. Ich kann euch aber auch nicht sagen, woran hier Gedanken. Woher, woran hier gedacht wurde. Ja, den nehme ich aber mit mir. So, den überhole ich mal, der war nicht schlecht, der war. Ach, da vorne sind schon wieder diese Nissan, ne? Ich erinnere mich an den Chico. Den hatte ich schon mal, vor mir die ganze Zeit kleben. Auf jeden Fall sind wir zumindest schon mal auf P6. Ja, Führung für diese schwarz-gliedernen Nissan. Und ist da was? Also die Kurven haben sich so eng, dass es kaum Möglichkeiten gibt, die anzugreifen. Weil der da vor mir auch ziemlich Druck macht. Ich glaube, das war die Strecke, die ich meine. Gestern mal angesprochen hatte. Es gab eine Strecke in Barcelona, die so ekelhaft viel schlecht zu überholen ist. Wenn du da einen ganz hinten startest, so wie wir das hatten in dem Rennen. Aber von mir eigentlich. Ja, genau, und fahr so, drück mich so weg, dass ich. Ja, hat es jetzt mein Pinsel gekostet und jetzt auch wieder meinen fünften Platz gekostet. Ja, das ist ziemlich aufgehalten. Ich merke gerade, dass der schon am nächsten dann klebt. Der wird auf jeden Fall noch. So, Runde 2, wieder so eine 2-Minuten Strecke jetzt. Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. Ja, ich bin mehr oder weniger am Anfang des Feldes, bin vor vorderen Drittel. Da mal ranzukommen, dann ist es nicht schaffen. Ah, der will. Geh mir in den Sack. Ich weiß nicht, ob ich mich aufbremsen muss. So, dritter sind wir jetzt. So, vorbei. Und der nächste Subaru, und sag nicht, wenn der da vorne noch. Ab in die Spitze, dann habe ich kassiert. Gar nicht mal so schlecht der war. Also der war wieder zieht gut, muss ich sagen. So. Ja, wie gesagt, jedenfalls mal vorne weg.
wirklich vorne wegfahren können wir auch nicht. Weil wir jetzt mit hinter uns hängen und auf den Fehler lauer. Da sind sie nämlich schon. Die Sonne macht natürlich auch nicht viel einfacher. So, das wird dann besser gehen, das ist klar. Bleib in Führung. Letzte Runde. Ich tue mein Bestes. Gut, so wird es auch nicht besser, aber Glück gehabt. Ich dachte mir, okay, jetzt haut es mich hier weg komplett, aber Glück gehabt. Ein bisschen absetzen können wir uns jetzt. Ja, noch nicht weit. Seht ihr gerade unser Teamkollegen, der ein bisschen mit dabei ist, wir fahren Platz 11, der hat sich durch die ganze Karriere begleitet, unser alter Teamkollege. Das ist der erste Teil hier in der Season 9 und jetzt fahre ich mit dem hier bis zum Ende durch, den ich jetzt habe aktuell. Ich habe ein bisschen mehr Kohle. Ja, wie gesagt, wir haben eigentlich genug, aber wer weiß, was damit noch kommt. Vielleicht kommen wir damit nur mit so 15 Millionen Autos oder so. Ich weiß nicht, was in der Season 2 und Season 3 noch vor uns liegt. So, dann haben wir noch zwei Rennen, wenn wir das hier durch haben. Zwei oder drei Rennen. Jetzt dann haben wir die erste Hälfte zumindest durch. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, also viel Leben zu fahren. Ich versuche es gerade hier so ein bisschen durchzukommen. Wenn ich ein bisschen sauber fahren kann, kann ich ein bisschen Meter gut machen. Aber auch die Jungs immer noch einen Fehler dauern, da hinter mir. Gut, dann haben wir es gleich geschafft, jetzt kommt gleich die letzte Kurve. Die Linkskurve hier noch und dann müsste man den Weg gezogen rechts kommen, dann war gut. Ja, die nächste Runde. Das sollte doch eigentlich nicht mehr viel passieren. Eigentlich. Nehme ich viel Meter mit. Und holen uns nochmal eine neue Bestzeit. Ja, immer wieder spackt ein bisschen mein Headset. Wie sagt er mir gerade, ah, zu USB-Geräte verbunden. Naja, wie auch immer. Meine PlayStation meckert so ein bisschen gerade. Gut, das Ding haben wir doch relativ souverän mitgenommen. So, nächste Rennen. Zweite Rennen. Wir haben jetzt ein bisschen Gas geben jetzt. Wir haben noch etwa eine halbe Stunde. Das sollte jetzt uns Level 78 übrigens geben. Ja, San Francisco im Regen. 2,29 Kilometer lang haben wir vor uns. Und dann nochmal Paris und dann nochmal San Francisco. Und dann haben wir es geschafft. Wir melden uns heute aus San Francisco mit der Grid World Series. Jo. Und einer... So, wir starten bei 11, sprechen dann die Kollegen, der steht hier um 9. Und im Idealfall haben wir ein vernünftiges Ergebnis hier, aber... Oh, ist das hier eng. So, jetzt haben wir zumindest ein Auto geholt. Das war leider unser Teamkollege, glaube ich. Vor 10 Honda, ist 2000, den habe ich halt ziemlich am Anfang gefahren. Oder mag jetzt ja nicht hier. So, ein Sechser. Ich komme gerade so ein bisschen durchs Feld. Die 4.
zwei, nein, nur noch. Einer mal noch. Oh, da ist schon das Ziel. Ja, da bin ich schon irgendwie fertig gekommen. Nur noch eine Position bis zur Spitze. Boah, Alter. Das war echt zugezogen, sehr gerecht. Aber ab von mir. Geh da lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Jetzt sagen wir was. Komm mal ab. Wenn der kleine Mühle hat, hast du keine Chance mehr, was zu tun. So, ich führe mal jetzt zumindest mal. Das haben wir keine 2 Minuten drin mehr. Aber wir haben jetzt Zwischenzeit 1,24. Das ist die beste Zeit. So, letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Ich bin ein paar Reifen rum. Dann von mir noch. Und dann müssen wir den Kollegen reden. Also am Startplatz ist er zumindest mal zurück. So, jedenfalls sind wir schon mal vorne weg. Ja, das Ganze sehr souverän angehen. Und dann haben wir Rennen Nummer 2 auch gewonnen. 2 Rennen stehen uns jetzt noch am Hause. So. Gut. Auf 8 ist er am Ende gekommen. Also noch ein bisschen nach vorne. Was durchaus nicht schlecht ist fürs Team. Und es fehlen noch, wie gesagt, 2 Rennen jetzt heute noch. Dann haben wir das Ring auch durch. Und dann haben wir, glaube ich, noch 2 oder 3 Rennen und dann sind wir mit dem ersten Teil der Season 1 durch. Naja. So, Paris, Champs-Élysées. 3 Runden Rennen, 3,78 Kilometer lang. Und auch 4 stehen wieder 4 Runden an. Ne, 3 Runden an. 4 Runden, also 4 Rennen. Oh, okay. Nissan 300 ZX ist das. So, da fährt die 2. Hallo und willkommen zum heutigen Event. Kristen, was steht heute auf dem Programm? Okay. Naja, wir fahren vorne weg. Wir sind auf 11. Der Teamkollege auf 7. Wenn ich es richtig gesehen habe. 10, 9, mehr auf 8. Ja, das haben wir schon mal geschnappt, aber ich will an die Spitze. So, jetzt mal den komischen Nissan hier wegdrehen. Ach, okay, bin ich auf den Nüsse, stimme. So, da steht euch schön weiter am Weg. Halt dich zurück, du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Wir haben hier natürlich jetzt Platz gekostet. Also eigentlich wollte ich nicht wegdrehen, aber ich kam irgendwie nicht vorbei an dem Auto, weil der immer wieder rückwärts war. So weit rückwärts gefahren ist, dass ich nicht vorbeikam an dem Auto.
Na gut, dann haben wir noch mal einen weiten Weg vorne. Wir stehen auf 11, also ein paar zwischen 3 und zwischen 11. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Ja, lass mich in Ruhe. Ich bin so weit rausgekommen. Hau doch mal ab von mir jetzt endlich hier. Ja, war mir fast klar, dass du was siehst zu dritten. Kommt sehr nicht so nämlich hin. So, 10 Minuten an. 3 Autos direkt vor uns. Die Kollege auf 6, der hängt vor dieser Dreiergruppe hier. Das Auto, was da gerade in die Kurve geht. Schön vorbeigeschlüpft, sind dann und an. Teilweise direkt hintereinander, also die drei Gruppen ist noch kassiert. Dann haben wir so einen Teamkollegen und dann haben wir die nächste Vierergruppe davor. Oder Fünfergruppe, die Vierergruppe ist. Der erste auf jeden Fall, um wegzukommen. Und das wird ein weiter Weg werden. Ich müsste auch mal durch, gerade jetzt habe ich Kollegen. Zweite Runde, du hältst gut mit. Und jetzt habe ich hier diesen Mega-Block vor mir. Wenn ich auch erstmal angreifen muss, erstmal dafür muss. Ach gut, dafür bist du durchgekommen, okay? So, dann haben wir das schon mal geschafft und sind jetzt da vorbei. Und jetzt gilt es, fangen wir führen. Über die 100 Folgen hinaus. Ja, die Karriere sind wir durch, es ist nur noch etwa die Hälfte. Das werden wir dann nächste Woche. Man kann auch pünktlich zum Start in die neue Woche mit der Season 2 anfangen. Also das heißt, wir melden sie dann quasi übermorgen am Donnerstag. Glaube ich zumindest, wenn ich richtig sehe. Ich habe nur noch 3 Rennen. 2 Rennen. Da müsste ich so bremsen, weil ist dort die Mauer da gewesen und die wollte ich nicht unbedingt mitnehmen. Ja, ganz weiter, dann passt auch perfekt rein. Weil dann haben wir nämlich schön eine Season in der Woche und dann kann man dann nächste Woche direkt mit dem nächsten Teil beginnen. Aber wie gesagt, da haben wir ein bisschen zu tun. So, vorne weg kommen wir jetzt ein bisschen. Und gehen als Spitzenreiter oder so in die letzte Runde. Und dann letzte noch Runde. Drin. Bleib bis zum Ende in Führung. Das kann auch nur der Sektor sein, dass ich wieder am Ende die Zeit aussehen wird. Natürlich ist 1.50.0, ich habe das halt doch gedrückt bekommen. Sechs sagt mir jetzt der nächste Sektor, als habe ich das im letzten Sektor noch nicht so verstanden. Das wäre dann eine neue Bestseite in die Wand setzen. Ich mache die Strecke jetzt 1.50.0, muss man nämlich ein bisschen drücken. Gucken, was am Ende rauskommt. Jetzt gibt es wieder 4 Punkte. Weil ich momentan sehr gut auf der Ideallinie fahre. Eine neue Bestzeit. Was habe ich gesagt? 1.50.0, 1.40.0, 50.0, ne? 50.0 war es, ja.
Die wird seit uns 1,46 nur, habe ich immer 4 Sekunden fast gedrückt, die Runde. Ich habe mir ne. Ja, wir sind durchgekommen, weil der uns echt übelst aufgehalten hat, der Führende. Gut, dann haben wir Nummer 3 gewonnen und dann gehen wir direkt ins letzte Rennen rüber, weil so viel Zeit ist auch nicht mehr, weil wir uns mittlerweile in einer Viertelstunde treffen. So. Wir haben noch ein Rennen und das ist Havanna mit 3 Runden. Nacht, Regen. Ja, der Regen macht natürlich so viel mehr aus. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Ich achte vor allem auf einen der Teilnehmer. Mal sehen, wie es ausgeht. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es... Okay, so. Tut mir leid. Ich glaube, es geht jeden Moment los. So, von 14 gehen wir unter das letztes Rennen heute. Wir wollen das Ding natürlich irgendwie nach Hause rocken heute. Ja, da bin ich aber auch ohne Probleme durchgerutscht. 7 Autos kassiert mit der Runde, mit der Simulation. So, dann nehme ich mal die Innenbahn, mein Freund. Sorry, dass ich da zocken. Hau ab von hier. Auch ein bisschen Luft. Ja, du schon wieder, ne? Ich habe eben schon an der Wacke die ganze Zeit. So, jetzt habe ich den Kollegen vorbei. Jetzt bin ich sogar schon mit Beginn der ersten. Mit Ende. Nehmen wir mit Ende der ersten, ne? Und hier haben wir so viele Plätze verloren. War der nicht irgendwo vor mir? Weil ich nur 11, 12 oder sowas und verliere jetzt 16 Letzter. Und wir da eigentlich größtenteils ohne, sogar ohne Probleme durchfällt durchkam. Und jetzt hätte sogar schon auch nicht absetzen können. Leichte Ruhe mit der Wand, bei Gott. Die Punkte, die wir jetzt einsammeln, sind wahrscheinlich in die IP. Mal gucken, was wir noch schaffen. Ja doch, wenn wir 100... Ob wir es auch schaffen, während der Dings Level 100 zu erreichen. Bleib an der Spitze. 2 Minuten 30. Ich sag die Runde. Wir können es gut absetzen, weil wir halt, wie gesagt, komplett freie Fahrt haben. Wir müssen niemanden mehr überholen, wenn wir sagen, wir niemanden rumschlagen.
Und wir können unsere Rennen einfach abspulen, unsere Kilometer abspulen und einfach auf die Uni nach Hause fahren. Hoffentlich zu gewinnen. Da kommen sie irgendwann erst. Und ich denke, dass wir dann hoffentlich bald die 100 erreichen. Das glaube ich, das Maximum 90 dann ist. Oder wir tatsächlich über 100 kommen könnten. Ich glaube, damals, als sie gegen Alonso gefahren sind, haben wir, glaube ich, Level. Dann hat er, glaube ich, Level. Sind 7 Minuten 7 325.000. Uiuiui, da war echt gut Credits gekriegt. Ja, gut, wir haben über 20 Millionen. Jetzt glaube ich fast 22 Millionen oder so. Eigentlich ist es egal. So, ja, 6, am Ende sind es 21 Sekunden, die wir im Vorsprung hatten. Wirklich große Probleme hatten wir diesmal nicht. War gut durchgekommen. Gab schon härtere Rennen. Das sind wir durch. Jedenfalls. So, das müsste Level 79 sein. Aber hallo, sowas von 22 Millionen, 22, fast 22,3 Millionen. 79 sind wir mittlerweile schon. Fast Level 80, ja. Das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Die 80, die knacken wir dann definitiv in den nächsten ein, zwei Folgen. Ja, alles andere hätte mich jetzt auch schwer überrascht, wenn wir nicht vorneweg gewesen wären. Weil das Ding war ziemlich souverän, eigentlich. Nach Hause gefahren. Gut, dann war das tatsächlich ein perfektes Event, weil wir alle Rennen gewonnen haben. Drei Rennen sind's. Ja, das geht nicht ganz auf. Okay.
Egal, wir sehen uns auf jeden Fall wieder morgen dann um 14 Uhr mit der GTG 2 International Street Series. Und dann haben wir es den Showdown bald. Ja, dann sind wir zumindest mit dem ersten Teil durch der der Street Serie. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und dann geht's bald schon weiter mit der Season 2 hier. Den wir schon irgendwann haben, ne? Okay, wir sehen uns wieder. Bis morgen und ciao.